Im Video zeige ich euch, wozu ihr einen Kinzahn benutzen könnt und wie einfach es ist, eine dekorative Schale in einem Gefäß oder ein dekoratives Blumenarrangement in einem Gefäß mit nur einer Blume zu machen. Wir brauchen na klar die Blume. Wir brauchen ein Glasgefäß, welches hochwandig ist. Wir brauchen Kleber, also da gibt es viele Möglichkeiten an Kleber, was ihr verwenden könnt. Sollte aber eben klar auftrocknen. Dann nehme ich so Dekosteine, jetzt hier ein Türkis, Tape. Und dann jetzt gerade das Wichtige, was ich euch mal zeigen möchte. Und zwar, das ist ein Blumensteckigel, ein Kenzahn. Das ist natürlich super und wird ganz oft in der Floristik eingesetzt. Und natürlich bräuchtet ihr einen Karton und eine Zeitung. Als erstes tippe ich mir natürlich die Vase oder klebe mir die Vase ab. Und zwar möchte ich ja jetzt hier unten so ein Steinchen drauf haben. Und mein Kinzahn soll nicht zu sehen sein. Guckt hier ganz einfach. Mit dem Tape. Überkleben. Solltet hier schön die Kante andrücken. Und da ich jetzt mit Sprühkleber arbeite, klebe ich mir das obere Stück von der Vase auch ab, dass mir da kein Kleber hinkommen kann. Guck jetzt hier, dass sich das eigentlich einigermaßen miteinander verbindet und ich eben einen geraden Abschluss hier habe. Und kann jetzt hier eben auch alles wieder schön andrücken. Wieder ein Stückchen Zeitung. Klebe den oberen Teil eben drauf ab. Immer wenn ich mit solchen Sprühkleber arbeite oder eben auch mit Farbe, mit Sprühfarbe, mache ich das immer in einer Kartonbox, so dass ich mir die Wände nicht schmutzig mache und. Wichtig natürlich immer gerade bei Kleber eben oder Farbe erstmal diese Flaschen und kommen jetzt bei und besprühen.
das jetzt hier einmal, zumindest aus einer Entfernung von 20 cm, und lasse das jetzt eben auch erstmal 2-3 Minuten so einziehen. So besprühe ich das jetzt hier noch einmal und kann jetzt einfach mit einem kleinen Lego-Steinchen nehmen. Verteilen, habe vielleicht alle Steinchen nachher, die jetzt nicht sehen, die zu viel sind, in meiner Kiste und kann die dann wieder zurück in meine Tüte machen und die beim nächsten Mal verwenden. So mache ich jetzt ringsrum eben auch erstmal, lasse das so mal trocknen, mein Gefäß fertig. Wenn es jetzt noch nicht so ganz angetrocknet ist, dann kommt ihr bei und macht euch hier unten den Rand sauber, also den Boden vom Gefäß, in dem ihr da ganz lang geht. Und entfernt euch als erstes euer Schutzpapier. Und dann ganz einfach den Tape hier so abziehen und ihr seht, ihr habt eine richtig schöne, saubere Kante. Gefäß soweit fertig und braucht jetzt natürlich Wasser. Und euren Kennzahn. Und passt euch jetzt eure Blumen schön an. Das sind Rosen, die ich jetzt hier nehme. Na klar, schräg auch anschneiden. Und guckt, okay. Wie weit sollen die Rosen reingehen? Ja. Schaut ihr dann auch, okay, und könnt ihr jetzt so eben schon auf euren Tänzern platzieren, indem ihr die Röschen einfach fest reinschiebt. Also einfach auf dieser Zinken platzieren, ein kleines Blatt. Guckt ihr natürlich auch. Da guckt ihr am besten bei und nehmt jetzt hier so ein Stückchen, dass ihr das jetzt hier eben auch auf diesen Stickigel raufschieben könnt. Nachher im Wasser eben doch richtig ja fest drauf ist, ne? So, und jetzt könnt ihr den Kennzahn nehmen, fasst die Blume zusammen.
euer ganzes Blumenarrangement einfach ins Wasser rein. Und schon habt ihr wieder ein schönes Blumenarrangement für nur 1,50 Euro fertig. Ich hoffe, ich konnte euch da einen Tipp und eine Inspiration geben, selber mal sowas auszuprobieren.